Wow. Boah, mit denen hat gar nicht gerechnet jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ja, ich spiele mal wieder oder noch ein anderes Battle Royale. Und zwar hatte ich das hier schon mal auf der PlayStation 5 gespielt gehabt. Und will jetzt einfach mal austesten, wie ist es auf dem PC. Einfach mal die Vergleiche so ziehen sozusagen, was ist besser, was ist schlechter. Und wir würden jetzt eine Solo-Runde starten. Wir probieren es mal aus. Das Spiel nimmt sich, habe ich damals schon gesagt, nimmt sich nicht wirklich ernst. Also mal zum Beispiel, wenn man sich heilt, wenn man so eine Art Heilung haben möchte, eine Infusionsbeutel dran mit so einer, mit so einem Stab hinten dran. Wie im Krankenhaus, wie man das kennt. Oder halt, was gibt es da noch? Zum Beispiel einen Suppentopf als Helm. Und so solche Sachen. Also, wie gesagt, nimmt sich nicht ganz ernst. Aber wir schauen gleich mal rein, wer es noch nicht kennt. Seid gespannt. So. Und schon sind wir hier in einer Runde. Es geht hier wirklich richtig schnell. Also, sobald man Start drückt, geht es eigentlich schon los. Ja, wie gesagt, es ist so eine Art Battle Royale Shooter wie PUBG, was ich überhaupt nicht ernst nehme. Das heißt also, im Grunde, da hinten ist die Zone, man sieht sie schon. Im Grunde hat man hier verschiedene Sachen, die einfach sehr, sehr lustig aussehen. Hier kann man sich zum Beispiel das Leben wieder aufbessern. Ah ja, sehr gut. Nachladen, AKM. Mit der Nahrung und die Schutzausrüstung zum Beispiel, die sieht, mal gucken, ob wir das finden jetzt für Bein. Da sieht man zum Beispiel einen riesen, eine Pfanne, ja. Hier eine Luger, na gut, eine Luger. Was haben wir denn jetzt dafür? Na ja, gut, nehmen wir mal mit. Kann nicht schaden. Oh. Grafiktechnisch finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, sieht gut aus. Die Animation vom Laufen von dem Charakter sieht ein bisschen Banane aus, aber nach einer Zeit guckt man da, oh, das Fenster aufgemacht. Nach einer Zeit guckt man da gar nicht mehr rauf. Und dann interessiert es eigentlich schon gar nicht mehr. Hier haben wir zum Beispiel rechte Schulter, eine Panzerung, S1 heißt ja, Stufe 1 sozusagen. Mal hoch. Vielleicht liegt hier oben noch irgendwie. Ja, na gut, okay. Nehmen wir auch mit. So. Aha. Ja gut. Ne, hier müssen wir uns hier langsam den Loot zusammensuchen. Und unsere Ausrüstung sozusagen verbessern, also verbessern, bessere Ausrüstung finden, besser gesagt. Oh, cool. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Weste gefunden. Ist die Frage, können wir das mitnehmen? Okay. Lass mal lieber bei der, bei den zwei Waffen für Nahkampf. Hier gerade. Visier, was ich gefunden habe auf der AKM. Das ist jetzt hier drauf. Okay. Machen wir das mal so. Man kann ja aus der Hüfte schießen. Natürlich. Was jetzt nicht so genau ist. Dann. Und natürlich über das Visier oder über Kimme und Korn halt. Mal raus. Ach so, wir gehen mal lieber rein. Die Zone kommt jetzt. Ja, man hat halt ganz normal unten rechts so einen Ausdauerbalken, eine Munitionsanzeige, was für eine Waffe man gerade trägt. Links unten natürlich. Wow! Boah, mit denen habe ich gar nicht gerechnet jetzt. Um,
mal alles auf, was ich so tragen kann. Dann rennen wir schnell rein, weil die Zone kommt. Oh, ich hatte ja zuerst kurz so ein Quietschen hier von der Tür. Okay, wir sind jetzt drin, die Zone ist hinter uns. Also, ersten Gegner haben wir. Wird mich eigentlich verletzt? Nee, ne? Nee, die hat mich gar nicht getroffen. Zum Glück. Oh, geil. Ich will mal kurz gucken, wie es aussieht, wenn ich Nahrung zu mir nehmen will. Ah, okay. Und mir vor wie Al Capone hier mit dem Trommelmagazin. Bleib. Was haben wir hier? Was ist das da? Ist auch ein rechtes Bein noch, habe ich schon. Ich würde gerne noch Munition. E2 wäre das. Wir haben ja noch. Holen Muni. Jetzt hier oben Münzen. Ach, ist ja noch mal Panzer und rechtes Bein. Ah, der Mosin. Aber die Mosin mit statt der. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Eine wirklich Fernkampfwaffe und eine für die Close. Aber wir wechseln trotzdem jetzt hier mal auf die PPS. A41. Ja, mit den Gold. Ups, mit den Goldmünzen hier. Kann man sich an so eine Automaten verschiedene Ausrüstung holen. Die hier irgendwo stehen. Ich glaube sogar, die sieht man auf der Mini, auf den Minimaps. So, hier werden wir mal wieder auf Mosin wechseln. Mal schnell über das Scope gucken, wie das aussieht. Ach, ah, okay. Aha. Man kann also bei der Mosin über Kim und Korn, das Visier habe ich ja vorhin gefunden gehabt, und über das Visier schießen, indem ich, wenn ich einmal die rechte Maus... Nein. Oh. Leute. Ich schwitze Blut im Wasser. Auch aber jetzt so. Noch Munition hier. Zweiter Gegner erledigt. Und jetzt sieht man hier zum Beispiel hinten habe ich jetzt eine Infusionsbeute dran. Oh, schnell in die Zone. Wie gesagt, das ist das, was ich meinte. Das nimmt sich hier nicht wirklich ernst, das Spiel. Ich hab echt Glück gehabt, dass ich getroffen habe da mit der Sniper am Anfang. Hier ist nochmal Mosi, dann könnte man die Munition noch mitnehmen. Aber nicht. Sind wir schon in der Zone? Jetzt. Welche brauchen wir nicht? Die machen wir weg hier. Und können wir vielleicht. Wir eigentlich genug Munition haben für den Mosin, aber gut. Man kann ja nie genug haben, ne? Okay.
zur nächsten Zone. Man sieht sie, die der Ausdauerbalken ist relativ schnell immer runter, wenn ich laufe. So lange kann man hier nicht rennen. Mal kurz gucken hier. Auf C wäre heilen. Mit, ich kann nicht mehr so oft auf PC spielen, muss ich mal gucken hier. Ohne hinzugucken auf der Tastatur. Ist halt manchmal echt schwer, den Buchstaben zu finden. Auch ich aber war. Ja, das mache ich jetzt. Moment. M. Ne, auf jeden Fall nach links. Links lang. Dann hoffen wir mal, dass uns hier keiner sieht. Noch 11 Leute, oben rechts steht's ja. 11 Leute, 2 habe ich getötet. Gucken, ob wir hier jetzt sogar einen Win schaffen würden. Da hinten das Feuer ist, wenn man im Team spielt, kann man da seinen Teamkameraden wiederbeleben. Der hat ja gar keine Ausdauer. Ich glaube, ich habe einfach zu viel bei. Kann ich da was essen? Vielleicht hilft es. Ja, geht trotzdem schnell runter. Aber ist egal, wir sind jetzt drin. Ja. Uns ein bisschen konzentrieren hier. Wir sind auch schon die Zone zu Ende. Das heißt also, es ist nicht mehr. Kein großes Arsenal mehr. Mal gucken, ob von hinten in der Reihe rankommt. Okay. Wie so aus. Nur noch 11 Leute, also 10 natürlich. Ich zähle ja damit. Jetzt haben wir jetzt schon die neue Zone. Geht auch schon wieder in 30 Sekunden los. Also es geht, wie man merkt, es geht jetzt relativ schnell hier. Gut für ein paar Runden so zwischendurch. Das Areal finde ich jetzt nicht so gut hier, wo ich hier jetzt lang muss. Aber gut. Kommt da einer? Nice! Da ist doch. Das ist auch einer. Okay, jetzt müssen wir ja auch rüberschwimmen, beziehungsweise. Gucken wir nochmal, ob hier noch einer den Freischwimmer macht. Ah, siehst du, da ist noch einer. Oh, der ist schwerer. Na, sag mal. Er taucht. Oder was?
Stirbt. Mann, los, los, rüber da. Gut. Okay. 5 Kills haben wir jetzt. Mal kurz die Waffe wechseln, ist die nachgeladen. Haben wir leider nur 40 Schuss, das ist natürlich doof. Bin echt am Überlegen, ob ich. Ob ich von der Mosin das Scope runter mache. Kommt hier noch einer? Nee. Irgendwie nicht. Wir müssen jetzt hier rüber. Und ich werde nicht schwimmen. Ah, natürlich. Schade. Naja, klar, wenn ich denn hier stehe. Ah, von da hinten kam einer. Naja, war ja gar nicht so schlecht. Fand ich gut. Hat Spaß gemacht. Gehen wir mal hier wieder zurück zur Lobby. Ja, so ist das Game. Macht wirklich viel Spaß. Spielt sich auch gar nicht so schlecht. Und probiert's aus. Ist kostenlos. Auf PlayStation und auf PC. Glaube auf Xbox sogar auch. Einfach ausprobieren. So Leute, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Spaß. Danke Freunde, ciao.